Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wir haben uns hier heute versammelt, ihr Lieben, um den Sims 4 Sets mal so richtig auf den Grund zu gehen. Wir werden die Sets heute mal richtig auf Herz und Nieren prüfen, denn ich habe mir gedacht, wir machen eine Sets-Only-Create-a-Sim-Challenge, dass wir nur die Sets, die es von Sims 4 gibt, benutzen und nach das Base-Game vielleicht, also ihr wisst, ich mache mir immer so ein bisschen meine eigenen Regeln, aber jeder, der ein Set hat, hat ja automatisch auch das Base-Game, deswegen zählt das, oder? Auf jeden Fall habe ich mir gerade jedes Set runtergeladen, das es gibt. Auch die mit Möbeln, weil ich dachte, wenn ich schon mal dabei bin, bin ich schon mal dabei. Deswegen habe ich jetzt jedes Set, stimmt nicht, eins habe ich mir nicht runtergeladen, aber ich habe fast jedes Set, was für die Sims 4 existiert. Und da jetzt zum Beispiel auch ein kostenloses Set rausgekommen ist, dachte ich mir, wäre das jetzt eine super Sache. Und falls ihr es noch nicht wusstet, jetzt irgendwann bald, ich glaube irgendwann im Oktober, wird Sims 4 für alle kostenlos. Also ist ja richtig super. Klingt wie eine Werbesendung hier, ich wurde aber nicht für bezahlt. Ich spiele nur sehr gerne Sims. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Och Mann, okay, ich habe heute ein bisschen zu gut Laune, aber das werden wir alle verkraften. Mein Sim im Hintergrund kann es schon kaum abwarten. Auf jeden Fall werden wir jetzt einfach in den Create-a-Sim gehen und die Sets einfach mal auseinandernehmen und einfach mal gucken, was es so gibt. Ich würde sagen, wir starten jetzt auch einfach rein, damit Nina aufhört zu labern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und let's go! Wir befinden uns im Create-a-Sim-Modus des Spiels Die Sims 4, des Lebenssimulators Die Sims 4, falls ihr das noch nicht kennt. Spaß, okay. Ich höre jetzt auf. Das ist der Sim, den ich mir generiert habe. Die gute Hannah Bach. Jetzt gucken wir mal, was Hannah so für eine Personality hat, okay? Wir machen jetzt hier einmal random. Das ist natürlich jetzt nicht Set-only, ne? Also hört auf jetzt. Sie ist ein Insider. Toll. Noch nie benutzt dieses Merkmal. Sie ist düster und ein Geek. Das heißt, sie ist ein trauriger Nerd, der aber gerne weiß, was los ist. Ah ja. Mal gucken, wie wir das in unsere Style-Findung einfließen lassen. Einfach jetzt einfach an. Ich finde die Haare eigentlich voll süß. Ist das von einem Set? Nö, natürlich nicht. Schade. Gibt es überhaupt Haare in den Sets? Nö. Das ist ein gut... Ja. Dann gucken wir mal, was es im Base Game so gibt. Das ist doch ganz süß. Hey, guck mal, direkt fündig geworden. Nein, Nina, kein Custom Content. Ihr wisst, ich bin nicht so ein Fan von Max's Match Haaren. Aber die ist süß. Ich finde die Augenbrauen auch irgendwie geil. Die geben dem Ganzen so einen Vibe. Sind ihre Augen Custom Content? Ja, natürlich. Deswegen sahen die so schön aus. Naja, ich habe es ja noch gemerkt, bevor ihr mich wieder in den Kommentaren haut. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Outfit. Also wie gesagt, einige der Sets habe ich jetzt gerade erst runtergeladen. Das heißt, ich habe das noch nie gesehen, die Inhalte. Die Sachen, die ich ja schon von den Sets gesehen habe, weil ich mal Reviews gemacht habe, die sind ja auch einfach nur geil. Also die Sachen von diesem Set hier, ich weiß nicht mehr, dass ich weiß irgendwas mit romantisch, glaube ich, ne? Die sind ja so schön. Das hier auch, ne? So nice. Aber auch die Sachen hier, Guck mal mit dem Oversize-T-Shirt da drunter. Und das hier ist auch, schick. Okay, das ist ein bisschen gewagt. Das ist sehr cool. Das nicht. Wenn man halt irgendwie, weiß ich nicht, in Minecraft Diamanten suchen geht oder so, dann ist das ja auch ein Alltagslook oder so, weiß ich auch nicht. Nina, sei still. Also, wir versuchen jetzt ja hier einen Look zu vervollständigen. Ich finde, sie sieht irgendwie so alt aus. Kann ich sie als Teenager machen? Ja, finde ich besser. Weil dann kann ich besser so diesen Vibe machen, dieses Ich bin ein trauriger Teenie. Oh, jetzt hat sie natürlich nur noch zwei Merkmale. Was war als letztes Geek, ne? Okay. Dann nochmal, was trägt ein trauriger Geek, der gerne weiß, was los ist? Vielleicht eine Hose, vielleicht aber auch nicht, weil wir alle wissen, Zocker haben nie Hosen an. Und ich verspreche euch, ich habe gerade eine Hose an. Wirklich? Ja, ist zwar eine Jogginghose, aber ich habe eine Hose an. Gut, die wichtigen Dinge sind geklärt. Es gibt jede Menge knappe Shorts. Die ist ja schön. Mit der Tasche da. Aber weiß ich jetzt nicht, ob das... Also, das ist nicht so der Alltagslook. Ich glaube, die Hose ist geil für einen Nerd. Oder die. Ja, das fühle ich. Das ist so dieser moderne... Das tragen die Teenies heutzutage. Habe ich auf TikTok so gesehen. Nee, ich finde diese Cargo-Pants auch sehr cool. Hätte ich auch gern, aber ich bin nicht cool genug. So, dann gucken wir mal... Warum hat sie dieses Oberteil? Warum bin ich schon bei Schuhen, wenn sie noch kein... Nina, langsam. Trägt man dazu sowas? Nee. Das. Ist aber... ist das ein Geek? Ich fühle es nicht so. Das ist aber auch nicht ein Geek. Das ist recht nicht. Das ist ein Party-Geek. Okay, also wir könnten ihr natürlich diesen Oversized-Hoodie geben. Mann, ich finde sie... Okay, Leute, wir tun so. Wir machen Insider weg. Wir geben ihr Geek und traurig. Aber wir tun so, als hätte sie noch Insider, okay? Weil ich finde, so passt das nämlich besser zu ihrem Gesicht und so. Weil dann finde ich das nämlich voll cool, was sie anhat. Okay, und jetzt vielleicht noch so Schuhe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das macht man an die Füße. Das wäre natürlich ein Vibe. Aber wir sind nicht cool. Deswegen, oh, die. Oh mein Gott, ich habe einfach das perfekte Outfit für jedes TikTok
Schreibt mir mal in die Kommentare, wie gut ich den Stil der heutigen Jugend getroffen habe. Das ist ja wohl 1:1 das, was alle tragen. Keine Ahnung, aus welchem Set das ist. Mit den Stöckelschuhen. Ah, das ist ja sowas von geil. Hammer-Outfit, Nina. Du bist einfach nur toll. Ich würde sagen, wir haben unser Alltagsoutfit. Haben wir unser Alltagsoutfit? Mal gucken, ob wir noch einen Hut brauchen. Gibt es überhaupt Tüte von den Sets? Ah, diesen hier. Ich meine, das tragen die Jugendlichen auch, ne? Nur halt in cool. Ah, vielleicht sollten wir das lassen. Wir gehen weiter zu formeller Kleidung. Jetzt gucken wir mal, was es an Ganzkörper-Outfits gibt. Also es gibt sowas Wildes, aber das ist mir alles zu wild. Uiuiui, das geht noch. Oh mein Gott, diese Brüste. Ich kann nicht aufhören, auf diese Brüste zu gucken. Aber ich glaube, das ist ganz süß. Das sieht einfach das aus wie das Kleid, was ich letztens auf der Hochzeit einhatte. So sah mein Kleid ungefähr aus. Das ist voll niedlich. Und vielleicht lassen wir die Schuhe... Ach nein, das ist wahrscheinlich nicht von einem Set, ne? Ich wollte gerade sagen, vielleicht lassen wir die Schuhe einfach. Ja, so viel Auswahl gibt es bei Schuhen jetzt leider nicht. Dann nehmen wir vielleicht diese Sandalen. Das sieht äußerst kacke aus, wenn ich das mal so ganz vorsichtig ausdrücken dürfte. Gott, okay. Also EA, fancy Schuhe sind in den Sets jetzt noch nicht so vertreten. Also wir könnten halt so diesen ultimativen, ich bin ein cooles Teenager-Girl-Look machen und wir ziehen einfach Sneaker zu einem Kleid an. Ist ein Look. Warum hat sie eigentlich schon wieder so Clownsfüße? Ist das ein Look oder nicht? Oder warte mal, ich will mal gucken, wie das aussieht, wenn wir die in hell nehmen. Dann doch lieber die Sneaker. Oder? Wir nehmen die Sneaker. Jetzt Sportkleidung. Und da haben wir ja zum Glück ein ganzes Pack für, deswegen easy. Easy. Also wenn ich das nicht hinkriege, dann kriege ich gar nichts hin. Ihre Farben sind ja so die neutralen Farben, so beige. Oder wir nehmen das. Das finde ich nämlich auch mega cool. So in der Farbe. Und dann so, oh, geil. Das ist ja wohl voll cool. So, und dann nehmen wir jetzt dazu nochmal, dann nehmen wir andere Schuhe, weil wir sind ganz wild drauf. Nehmen wir die oder nehmen wir die? Die sind halt die coolsten, ne? Sind schon richtig nice Treter. Treter sagen auch nur Rentner, ne? Ich glaube, ich werde alt. Immer nice Treter hast du da. Hast du kein Geld oder warum hat deine Hose Löcher? Witzig, Nina. Ja, nee, es sieht kacke aus. Wir müssen leider wieder die nice Treter nehmen, weil das ist das Einzige, was gut aussieht. Okay, it's alright. Was trägt man zum Schlafen. Ja, aber eigentlich können wir da ja auch perfekt die Sachen aus der... Hier, das hier. Passt auf. Hier so eine Bux, so eine. Oh mein Gott, die ist ja voll schön. Ich hätte sie gern zum Schlafen. Ei, 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 ei. Und niemals ein enges Oberteil. Wer mit engen Oberteilen schläft, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich meine, wir könnten so ein Hemd anziehen. Das ist eigentlich... sag mal, Entschuldigung, wer schreibt mir jetzt auf Snapchat? Guckt, ich bin doch kein Rentner. Ich habe Snapchat. Okay, ich glaube, das ist ein Look mit dem Hemd. Das finde ich gut. Party. Wie macht ein Geek Party? Ein cooler Geek, aber ein trauriger Geek. Das Traurige ist jetzt noch nicht so rausgekommen, muss ich sagen. Aber ist nicht so schlimm. Warte, was war nochmal, was gab es nochmal bei Ausgekleidung? Vielleicht habe ich da ja was übersehen. Wir könnten auch das T-Shirt-Kleid anziehen, zum Party machen. Nee, sieht ein bisschen zu sehr nach, ich gehe jetzt auf den Tennisplatz aus. Doch nicht. Das ist auch voll geil. Also nicht für sie, aber das ist auch voll cool. Mann, es gibt echt coole... Look at this! Coole Sachen. Wenn wir diese Bluse anziehen und dann, was trägt man denn so? Sowas hat man 2015 getragen, Nina. Oder wir nehmen hier dann so ein bisschen die schickere Variante. Die ist ja so ein bisschen cooler. Ein bisschen schicker, meine ich. So, dann könnten wir, das wäre eigentlich ein Feieroutfit. Auch wenn wir gesagt haben, wir sind ein Geek, wir tragen sowas nicht. Aber wir sind dann ja so in der Feiermood, oder? Weil das ist ein bisschen heavy. Aber das ist so, ich bin cool. Okay, Schuhe, da können wir dann die anziehen. Na, für den Spice, weil die so schrecklich anders aussehen als die. Ah nein, aber die sind schon ein bisschen anders. Aber die hier, die haben es mir angetan. Die sind wirklich sehr cool. Hör mal, das läuft ja wie am Schnürchen und ich dachte, das wird hier ein Struggle. Mensch, doch nicht mit mir. Es gibt keine Badekleidung. Das ist natürlich jetzt äußerst belastend. Wie gehen wir jetzt baden? Ich meine, wir könnten das als Badekleidung nehmen, weil das ist ja fast ein Badeanzug, oder? Oder wir ziehen das hier an und tun so, als wenn da halt unsere Badekleidung drunter ist. Und dann das hier. Weil das ist ja auch... Oh mein Gott, Nina. Das ist das Badeanzugsähnlichste, was es gibt. Mehr habe ich leider nicht zu bieten. Ich meine, okay, wir könnten halt dieses Diamanten-Outfit hier nehmen, aber ich glaube, da nehmen wir doch lieber den... Gehe ich auf einen Rave oder gehe ich an den Strand-Look? Okay, aber was ziehen wir jetzt an, wenn es heiß ist? Ich meine, da könnten wir jetzt vielleicht das Tenniskleid anziehen. Das ist süß. Das ziehen wir an, oder? Ja, so nicht. Aber so ist es ein Alltagslook, finde ich. Wartet mal, ich muss erst gucken, wie das mit unseren coolen Schuhen aussieht. Weil ich glaube, die Schuhe, die werden es machen. Ja, vielleicht auch nicht. Bei den Männern gibt es andere.
andere Schuhe? Aha! Na, nee, auch nicht. Wir nehmen diese Schuhe in schwarz, oder? Nee, wir nehmen sie einfach so. Das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Sag's nochmal, Nina, damit du es auch wirklich glaubst. Sieht cool aus. Kaltes Wetter-Outfit ist jetzt gar kein Problem mehr. Theoretisch könnten wir jetzt einfach gleiche Outfit nehmen, was wir als Alltagskleidung haben. Aber das wäre ja langweilig. Wir könnten aber auch so einen Look machen. Hör mal, das ist auch so ein It-Girl-Look. Das war nicht It-Girl. That Girl. It Girl war Paris Hilton. Es ist sowas von 2000, Nina. Das nehme ich und jetzt eine Cargohose dazu. Ja, oder nicht? So vielleicht, wartet. Irgendwie nicht so, wie ich mir das erhofft habe, muss ich sagen. Aber ich glaube, das ist schon cool. Doch. Leute, I did it. Ich habe es geschafft. Ich bin wirklich begeistert. Ich finde es so cool. Ich weiß, es war jetzt nicht so eine Mega-Challenge. Ich weiß, es war nicht so mega herausfordernd. Aber ich hatte voll viel Spaß. Ich fand es richtig cool, weil ich habe nämlich letztens einen Kommentar gelesen, dass jemand geschrieben hat, dass ich ja eigentlich mein Custom-Content gelöscht habe, um auch so ein bisschen die Ingame-Inhalte zu erforschen. Und damit habt ihr absolut recht. Ich habe mein Custom-Content gelöscht. Haben mir neues Custom-Content runtergeladen, was aber Max's Match ist, und habe mich selber davon überzeugt, dass ich ja quasi fast mit den Ingame-Inhalten spiele. Aber ich hatte trotzdem Custom-Content. Deswegen wollte ich mich jetzt mal so ein bisschen an den Ingame-Inhalten probieren. Kam auf die Idee, ich kaufe jetzt einfach alle Sets und daraus ist dieses Video entstanden. Ich finde es aber cool. Mein Fazit ist, ich finde es wirklich cool. Also dieses Set mit diesen Stöckelschuhen ist super, weil diese Schuhe sind einfach, die sind richtig geil. Dann, das fand ich auch richtig cool. Von was ist das denn? Von diesem Set mit dem Anzug? Nein, aber da soll noch mal einer sagen, dass die Ingame-Inhalte nicht schön sind. Also ich finde, die Sets sind für die Leute, die kein Custom-Content nutzen können, super cool. Ich bin Fan. Plus eins von mir. Hat euch dieses Video Spaß gemacht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das hier soll. Keine Ahnung. Ich dachte, es wäre vielleicht lustig. Aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn es nur einer Person da draußen Spaß gemacht hat, dann freut mich das. Wenn es dir Spaß gemacht hat, dann schreib mir das bitte in die Kommentare. Also du. Ich meine dich. Genau dich. Okay, ich höre jetzt auf zu reden. Es ist schlimm heute. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Seid gut zu euch. Ihr verdient das nämlich. Und ich hoffe, wie gesagt, sehr, dass ihr Spaß an diesem Video hattet. Falls ich sowas öfter machen soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe mir überlegt, ich mache das auch, glaube ich, mal mit Bauen. Dass wir ein Haus bauen, nur mit den Sets. Weil da gibt es ja mittlerweile auch viele Sachen. Weil das wird, glaube ich, nochmal eine andere Herausforderung. Weil da kann ich nicht einfach, wenn ich ein Badezimmer bauen soll, kann ich nicht einfach, okay, ich könnte einen Stuhl benutzen. Einen Stuhl mit einer Vase vielleicht drunter. Okay, dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi!